Erste Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat zuerst für die Bundesregierung der Minister Dr. Volker Wissing. Da ist er. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Deutschlandticket wird ein Multitalent. Es stärkt die klimafreundliche Mobilität. Wir erhöhen die Attraktivität von Schiene und ÖPNV. Wir entlasten Bürgerinnen und Bürger. Wir modernisieren und digitalisieren. Wir vernetzen und wir schaffen den Einstieg in einen intermodalen Verkehr, der digital gesteuert sein wird. Und das ist ein echter Fortschritt für unser Land. Und im Übrigen inspirieren wir unsere Nachbarländer. Die Französische Republik hat gestern erklärt, dass sie beabsichtigt, nach dem Modell des Deutschland-Tickets auch in Frankreich ein frankreichweit gültiges ÖPNV-Ticket einzuführen. Wir leisten damit mit unserer Innovation auch einen Beitrag, dass wir in Gesamteuropa vorankommen, auch bei ÖPNV-Strukturen. Nicht einmal ein Jahr ist es her, dass wir das 9-Ticket beschlossen und eingeführt haben. Mit dem Ticket haben wir innerhalb kürzester Zeit geschafft, was viele vorher nicht für möglich gehalten haben. Wir haben in kurzer Zeit mehr Menschen motiviert, den ÖPNV zu nutzen, ohne sie zu irgendetwas zu verpflichten oder zu irgendetwas zu zwingen. Und wir haben etwas widerlegt, was immer allgemeine Behauptung war, nämlich, dass man nur Menschen motivieren kann, stärker den ÖPNV zu nutzen, wenn man zuerst das Angebot ausweitet. Das war falsch. Man kann Menschen auch motivieren, den ÖPNV stärker zu nutzen, wenn man ihnen ein attraktiveres Tarifangebot macht und die Tarifstrukturen konsequent vereinfacht. Diesen Beweis haben wir mit dem 9-Euro-Ticket geführt. 52 Millionen verkaufte Tickets, zusätzlich 10 Millionen Abonnenten. Das ist die Abstimmung der Bürgerinnen und Bürger über die Frage gewesen, hat die Opposition recht oder hat die Regierung recht gehabt? Und deswegen, meine Damen und Herren, kommt jetzt ein Anschlussticket. Die Bürgerinnen und Bürger wollen ein Deutschlandticket, digital, deutschlandweit gültig und damit ein vereinfachtes Angebot. Und eine zweite These, die im Raum steht, wird auch widerlegt werden, nämlich die Behauptung, dass das Ticket nur in der Stadt etwas bringe und auf dem Land nichts. Die Ticketpreise auf dem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind höher als in der Stadt. Und deswegen ist die Entlastungswirkung durch das Deutschlandticket auf dem Land deutlich höher als in der Stadt. Und weil diese Ticketpreise auf dem Land höher sind und das Angebot dort schlechter ist als in der Stadt, müssen wir beide Probleme lösen. Wir müssen die Preise attraktiver machen, die Tarifstrukturen entbürokratisieren, einfacher nutzbar machen und wir müssen das Angebot ausweiten. Und das schaffen wir auch, indem wir die Regionalisierungsmittel erhöhen. Wir lösen alle Probleme. Und dann wird behauptet, das Ticket schließe Menschen aus, weil es ein digitales Ticket sei. Und dann wird den Menschen erzählt, was eigentlich peinlich ist, dass ein digitales Ticket ja immer bedeutet, man braucht ein Handy. Da sollten diejenigen, die sich mit Digitalisierung noch nicht so auseinandergesetzt haben, noch mal drüber nachdenken und sich ein bisschen erkundigen. Ein digitales Ticket kann es auch als Chipkarte geben. Und damit kommen die Menschen in Deutschland seit Jahrzehnten gut zurecht, und zwar jeden Alters, beispielsweise mit der Chipkarte, mit der man Geld auf dem Bankkonto abhebt. Wir brauchen in Deutschland kein Sparbuch, um Geld abzuheben, und wir brauchen kein Papierticket, um Bus oder Bahn zu fahren. Übrigens hat mich gewundert, dass ausgerechnet aus Bayern ein so großer Widerstand gegen die Digitalisierung des ÖPNVs kam. Bayern hat mal Laptop und Lederhose versprochen. Jetzt bringen wir den Laptop nach Bayern, und man weigert sich, ihn anzunehmen. Ich glaube, meine Damen und Herren, Deutschland braucht jetzt konsequente Digitalpolitik und moderne Verkehrspolitik. Beides leisten wir im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Der ÖPNV wird damit ein attraktives Angebot, um im intermodalen Verkehr unterwegs zu sein. Mit dem Fahrrad auf dem Land los, vielleicht mit dem Auto auf dem Land los, wie die Menschen auch immer wollen, aber dann eben, wo es attraktive Angebote gibt, umsteigen auf den ÖPNV, CO2 sparen, Geld sparen. Das ist das Angebot, das wir mit dem Deutschlandticket schaffen.
Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde bei jeder internationalen Konferenz auf dieses Ticket angesprochen. Alle sagen, das ist eine tolle Idee. Danke, dass ihr den Vorreiter gemacht habt, dass ihr es ausprobiert habt mit dem 9-Euro-Ticket. Der Bund hat sich das etwas kosten lassen, aber das ist es für unsere Gesellschaft wert. Wir nehmen Klimaschutz ernst. Wir wollen Klimaschutz erreichen durch Verbesserung der Angebote. Und wie viel möglich ist, das haben 52 Millionen Bürgerinnen und Bürger im letzten Sommer gezeigt. Und deswegen lade ich auch die Opposition ein, das nicht länger zu blockieren, zu verhindern, sondern gemeinsam mit uns den Weg in moderne ÖPNV-Strukturen zu gehen. Alle Verkehrsangebote, die CO2-neutral sind, brauchen wir dringend, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Und wie viel Verbesserung durch bessere Tarifstrukturen möglich ist, das haben wir Ihnen bewiesen. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Michael Dont. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es mag Sie jetzt überraschen, was ich sage, aber grundsätzlich, Herr Minister, begrüße ich ein bundesweit einheitliches ÖPNV-Ticket. Weil es kundenfreundlich ist und die Fahrgäste den Nahverkehr verbundübergreifend nutzen können. Und auf Basis dieser Idee haben Sie uns eine weitere Änderung des Regionalisierungsgesetzes vorgelegt, die ich jetzt noch einmal genauer anschauen und benoten möchte. Das 49-Euro-Ticket soll zum 1. Januar eigentlich eingeführt werden. Jetzt kommt es zum 1. Mai, also immerhin ein halber Pluspunkt. Das Ticket ermöglicht über die Verbundgrenzen hinweg die bundesweite Nutzung des ÖPNV, ein ganzer Pluspunkt. Die Finanzierung ist bis zum Ende des Jahres gesichert. Danach sind mögliche Mehrkosten unklar. Mit Wohlwollen ein weiterer halber Pluspunkt. Sind wir bei 2. Und nicht im Gesetz enthalten, aber ich berücksichtige es dennoch, Bund und Länder haben sich auf einheitliche Regelungen für ein Jobticket geeinigt, sodass Arbeitnehmer das Ticket für mindestens 30% weniger erhalten können. Noch einmal ein Pluspunkt, ich komme damit auf 3. Auf der anderen Seite, das muss ich jetzt eben auch erwähnen, muss ich feststellen, der Einführungspreis liegt zwar bei 49 Euro pro Ticket, aus Länderkreisen heißt es aber bereits sehr deutlich, man rechne sehr schnell mit einer Preissteigerung. Warum machen wir das nicht gleich ehrlich? Also aus meiner Sicht ein klarer Minuspunkt. Die Digitalisierung des Verkehrs begrüßen wir grundsätzlich. Aber wir haben es ja gerade gehört, wieder besseres Wissen derer, die es umsetzen müssen, beharrt der Minister darauf, auf einer Chipkarte oder auf einer Handylösung. Bis Ende 2023 soll es dann noch eine Papierlösung mit QR-Code geben, immerhin, aber nur für Verbünde, die zumindest grundsätzlich technisch dazu in der Lage sind, auch Chipkarten auszugeben. Und was ist mit den Verbünden, die noch keine digitale Möglichkeit haben? Wo sollen denn die 10.000 Lesegeräte für die Chipkarten herkommen? Das sagen uns die Busunternehmer, dass sie dort Lesegeräte dafür brauchen und es eben nicht mit dem Handy machen können. Keine Antwort drauf. Also doch mit dem Smartphone. Ich kann das gut machen, aber wenn jemand eben keines hat oder das nicht nutzen möchte, das ist ein weiterer Minuspunkt, weil wir wollen, dass alle dieses Ticket nutzen können. Die Einnahmeverteilung unter den Unternehmen ist immer noch unklar. Große Verbünde, wie hier in Berlin, werden natürlich viel mehr Tickets verkaufen als ein Busunternehmen auf der Schwäbischen Alb oder auf Rügen. Das bedeutet notwendige Liquidität, die die einen haben und die den anderen fehlt. Ein weiterer Minuspunkt, der dritte. Und dann wird eine Gruppe von Ihnen wieder mal vergessen, nämlich die Studenten. Was passiert mit den Semestertickets? Ersetzen die 49-Euro-Tickets die Semestertickets? Werden diese angerechnet? Alles Fragen,
die völlig offen sind. Und das ist ein ganz wichtiges Klientel im ÖPNV. Denn die Studenten haben in der Regel eben keine Möglichkeit, auf Autos oder anderes auszuweichen. Ein klarer weiterer Minuspunkt. Und vergessen werden auch die eigenwirtschaftlichen Verkehre, weil der Bund es eben ablehnt, die Tarifgenehmigung formell auszusprechen. Es ist eindeutig, das Herzensprojekt von Minister Wissing ist auf das Wohlwollen der Zuständigen vor Ort angewiesen. Die Unternehmen, die darauf angewiesen sind, hängen in der Luft, ein fünfter Minuspunkt. Und dann noch Regionalzüge. Die der Bahn können mit dem 49-Euro-Ticket genutzt werden. Fernbusse, die die gleichen Strecken fahren, können nicht benutzt werden. Das ist eine eindeutige Benachteiligung der Busse und auch des ländlichen Raums und der Menschen auf dem Land, der sechste Minuspunkt. Ich fasse also zusammen, prinzipiell eine gute Idee, aber schlechte Umsetzung, viel mehr Minuspunkte als Positives. In der Schule, ich bin kein Lehrer, aber da gäbe es wahrscheinlich die Note 4 minus, Versetzung ins nächste Jahr gefährdet. Sie müssen jetzt liefern im weiteren Verfahren, sonst wird dieses 49-Euro-Ticket scheitern, Schaden verursachen und für so manches Unternehmen das ausbedeuten. Bessern Sie nach. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Dorothee Martin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Heute ist ein historischer Tag, denn wir starten heute nichts Geringeres als die größte Revolution im Nahverkehr seit Gründung der Bundesrepublik. Und Herr Kollege Dont, ich finde es ein bisschen schade, dass CDU und CSU doch gerade hier eine große Chance verpassen, diese Revolution mit uns zu gestalten. Denn es sind 83 Millionen Menschen, 16 Bundesländer mit über 70 Verkehrsverbünden und ab dem 1. Mai ein deutschlandweites Ticket für den Nahverkehr. Das ist ein riesiger Erfolg unserer Mobilitätspolitik. Unser Ziel ist es, den Menschen den Umstieg auf den klimafreundlichen, auf den vernetzten Nahverkehr so leicht wie möglich zu machen. Denn nur so kann die Mobilitätswende gelingen. Und wir haben doch letzten Sommer den riesigen Erfolg des 9-Euro-Tickets gesehen. Die Bürgerinnen und Bürger, die wollen ein preislich attraktives und vor allem ein einfach verständliches Nahverkehrsangebot ohne komplizierte Tarifsysteme. Und mit dem Deutschland-Ticket läuten wir nun eine ganz neue Ära im Verkehrsbereich ein, mit einem ganz deutlichen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden, aber auch mit einem deutlichen Digitalisierungsschub für den ÖPNV. Der Preis des Deutschland-Tickets, der ist für sehr viele Menschen sehr, sehr attraktiv. 49 Euro im Monat, das ist deutlich günstiger als der Großteil heutiger nur regional gültiger Abos. Nur ein Beispiel. Jeder kann aus seinem Beispiel die Wahlkreise sicherlich nennen. Ein Monatsabo für die Nutzung des sehr guten Hamburger ÖPNV kostet aktuell knapp 96 Euro. Durch das Deutschland-Ticket sparen Nutzerinnen und Nutzer also 47 Euro im Monat. Das sind satte 574 Euro im Jahr. Für Alleinstehende ist das beispielsweise schon ein beachtlicher Teil ihrer Stromrechnung. Das ist eine enorme finanzielle Entlastung. Und bei der Debatte um den Preis, klar muss doch auch sein, dass Mobilität einen Preis hat und dass Mobilität und auch Ticketpreise sich irgendwie widerspiegeln müssen. Deswegen muss doch auch klar sein, dass ein Angebot wie ein 9-Euro-Ticket auch nicht auf Dauer tragfähig gewesen wäre. Aber gleichwohl, und das sehen wir ja auch an einigen Bundesländern wie dem Saarland oder auch Berlin, bei einigen Verkehrsverbünden wird es weiterhin auch noch deutlich vergünstigere Angebote geben. Und das begrüßen wir sehr. Meine Damen und Herren, einige Punkte möchte ich noch besonders hervorheben, die uns besonders wichtig sind jetzt bei der Einführung des Tickets. Wir haben erreicht, dass neben App und Chipkarte das Ticket eben während dieser Einführungsphase auch als Papierticket angeboten wird. Das ist wichtig, denn das wird gerade in der Anfangsphase den Zugang noch mal deutlich erleichtern.
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird es ein attraktives Jobticket geben, das dann auch inklusive dem Arbeitnehmerbeitrag doch einen wirklich konkurrenzlos günstigen Weg zur Arbeit mit Bus und Bahn ermöglichen. Hierdurch werden Autofahrten eingespart und hierdurch findet auch eine Entlastung für die Umwelt statt. Und auch für Studierende, Kollege Dornt, auch für Studierende gibt es eine Lösung. Denn im ersten Schritt können Studierende eben ihr Semesterticket aufstocken und ausweiten. Und unser klares Ziel ist, dass im nächsten Schritt auch ein deutschlandweit gültiges Semesterticket für die Studierenden eingeführt wird. Und nicht zuletzt für die Verkehrsunternehmen und für die Länder, für die haben wir erreicht, dass das Ticket eben nicht mehr gesondert für jeden Verkehrsverbund genehmigt werden muss. Das spart auch Unmengen an Bürokratie, gerade jetzt in der Einführungsphase. Und einige Worte zum Thema Kapazität, Angebot und Ausbau. Natürlich ist für den Umstieg auf den ÖPNV neben einem guten Preis auch ein flächendeckend gutes Angebot unabdingbar. Deswegen haben wir ja vor einigen Wochen erst hier im Plenum beschlossen, jährlich 1 Milliarde mehr an die Länder zu geben für den ÖPNV. Wir haben die jährliche Steigerung der Regionalisierungsmittel erhöht. Und Bund und Länder erarbeiten aktuell im Ausbaumodernisierungspakt den Plan, wie ein zukunftsfähiger und starker ÖPNV aussehen wird. Meine Damen und Herren, das Deutschlandticket wird den Alltag der Menschen und das Leben verändern. Denn durch das Deutschlandticket wächst unser Land stärker zusammen, auch in sozialer Hinsicht. Mehr Menschen werden sich leisten können, ihre Heimat über ihre Wohngrenzen hinaus zu erkunden. Ausflüge in andere Regionen, andere Bundesländer oder eben auch Besuche bei Verwandten, die weiter entfernt leben, die werden nicht nur einfacher, die werden auch bezahlbarer. Somit ist das Deutschlandticket ein verkehrspolitischer, ein sozialpolitischer und ein gesellschaftspolitischer Meilenstein, der seinesgleichen sucht. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Wolfgang Wiele. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Große Ankündigungen machte die Koalition, als die dreimonatige Party mit dem 9-Euro-Ticket vorbei war. Eine dauerhafte Neuauflage soll kommen. Jetzt präsentieren Sie nach monatelangem Gezerre ein Gesetz für ein 49-Euro-Ticket, und dieses wird dem so hoch gehängten Anspruch in keiner Weise gerecht. Der Volksmund sagt es wie so oft richtig: Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Keines der großen Probleme ist ernsthaft gelöst. Erstens: Dieses Ticket nutzt wieder gerade denen, die schon einen guten Nahverkehr haben. Züge und Busse werden wahrscheinlich voller, aber für neue Linien sorgt das Ticket nicht. Im Gegenteil: Der Ausbau würde Milliarden kosten, die jetzt aber in die Verbilligung der Tickets fließen. Zweitens: Bezahlt wird das Ticket von allen. Auch die, die es nicht nutzen können, müssen dafür Steuern zahlen, damit Bund und Länder 3 Milliarden Euro jedes Jahr zuschießen können. Drittens, meine Damen und Herren, der Tarifdschungel wird gerade nicht gelichtet, sondern um noch ein Gewächs vergrößert, nämlich um eben das 49-Euro-Ticket. Das ist auch gar kein Wunder, und ich unterstelle niemandem bösen Willen. Damit das Ticket halbwegs bezahlbar bleibt, sind seine Bedingungen streng, zum Beispiel bei den Mitnahmeregeln und bei der Übertragbarkeit. Gerade deshalb wird es aber die wenigsten anderen Tarife überflüssig machen. Viertens: Der neue Billigtarif ist eine subventionierte Konkurrenz für viele eigenwirtschaftliche Angebote im Fernverkehr, also für Angebote, die ohne staatliche Zuschüsse auskommen sollen. Sogar der Fernbusverkehr und der Fernverkehr der Deutschen Bahn werden damit kannibalisiert. Und dann gibt es noch einen neuen Haken.
Das 49-Euro-Ticket soll es nur digital geben. Das macht es entweder sehr aufwendig, Chipkarte wurde gerade schon erwähnt, oder schließt viele von der Nutzung aus, weil nicht jeder ein Smartphone hat. Auch die Seniorenvertretung aus meinem Münchner Wahlkreis läuft schon Sturm. Und Eltern, die ihren Grundschulkindern noch kein solches Teil mitgeben wollen, geht es ähnlich. Und ob das Vorzeichen bei der Kontrolle funktioniert, wenn der Akku leer ist oder der Zug gerade wieder durch ein Funkloch fährt, steht in den Sternen. Herr Minister Wissing, die Erinnerung an einen Wahlkampfslogan Ihrer Partei kann ich Ihnen da nicht ersparen. Digital first, nutzbar second. Das ist hier das Ergebnis. Ich bin selbst Informatiker und sage Ihnen, damit erweisen Sie der Digitalisierung und Ihrem Ruf einen Bärendienst. Im Gesetzestext, gut versteckt, schreiben Sie auch noch, dass das 49-Euro-Ticket, die 49 Euro, nur der Einführungspreis sind. Eine saftige Erhöhung ist also Programm. Klar, die Steuermilliarden sind ja für Energiewende, Migration und so weiter längst verplant. Die AfD würde es anders machen, den Nahverkehr durch Sicherheit, Sauberkeit und Pünktlichkeit attraktiv machen und günstige Tickets gerade denen anbieten, die sie besonders dringend brauchen, wie Schülern, Studenten und Rentnern. Für den 49-Euro-Murks, meine Damen und Herren, bekommen Sie unsere Stimme aber nicht. Nächste Rednerin für den Bundesrat, Senatorin Bettina Jarasch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, meine Damen und Herren! In dem heute zur Debatte stehenden Gesetzentwurf heißt es, das Deutschlandticket sei, ich zitiere mit Erlaubnis, eine neuartige Maßnahme mit bundeseinheitlicher Wirkung. Das nenne ich eine gelungene Untertreibung. Das Deutschlandticket ist vielmehr eine Zäsur für den öffentlichen Personennahverkehr im ganzen Land. Es ist eine Chance, die aus der Krise entstanden ist. Die Chance auf eine nachhaltige Veränderung entstanden aus dem Wunsch, die Menschen in Deutschland in der Energiekrise kurzfristig zu entlasten. Allerdings gibt es diese nachhaltige Veränderung nur dann, wenn das günstige Ticket konsequent verbunden wird mit einer Sanierungs- und Ausbauoffensive für das deutsche Schienennetz. Ziel aller weiteren Investitionen und Maßnahmen muss es sein, den Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern und es immer mehr Menschen zu ermöglichen, ihr Auto stehen zu lassen. Wenn das Deutschlandticket in eine solche konsequente Verkehrswendestrategie eingebettet wird, dann kann es ein echter Gamechanger werden im Ringen um eine klimafreundliche Mobilität in Deutschland. Eine Zäsur ist das Deutschlandticket natürlich zunächst für die komplizierten Tarifstrukturen in diesem Land. Für die Fahrgäste mit Deutschlandticket spielt es eben künftig keine Rolle mehr, ob für eine innerstädtische Fahrt in Herme die Preisstufe A1, A2 oder A3 gilt oder vielleicht Kurzstrecke reicht. Ob die gewünschte Zielhaltestelle in München nun gerade noch so in der Zone M oder schon in Zone 1 liegt. Hier in der Bundeshauptstadt, in Berlin, haben wir das Glück, einen einzigen gemeinsamen Verkehrstarifverbund mit unserem Nachbarland Brandenburg zu haben. Aber künftig spielt es auch hier keine Rolle mehr, ob die Fahrgäste gerade noch im Tarifgebiet B oder schon in C unterwegs sind. Und das ist ein großer Schritt voran. Ich stelle fest, dass die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus etwas disziplinierter ist, aber ist in Ordnung. Und das ist ein großer Schritt voran in einer Region, in der täglich 300.000 Menschen über die Ländergrenze hinweg hin und her pendeln. Diese Transparenz und Einfachheit macht den ÖPNV in Deutschland ab dem 1. Mai deutlich attraktiver.
In der aktuellen Energiekrise allerdings ist für viele Menschen ein anderer Faktor entscheidend. Das Deutschlandticket ermöglicht Mobilität zu einem günstigen Preis. Und was das bedeutet, haben wir im vergangenen Sommer in aller Ambivalenz übrigens gemerkt. Das 9-Euro-Ticket war für die Verkehrsunternehmen, die Länder und die Deutsche Bahn zunächst mal eine große Herausforderung. Es hat auch Kapazitätsgrenzen gezeigt. Und vor allem hat es die Beschäftigten extrem gefordert. Ich möchte daher an dieser Stelle allen Beschäftigten danken, die diese schnelle Umsetzung dieser Entlastungsmaßnahme bundesweit ermöglicht haben. Es hat aber auch ganz klar gemacht, der Kostenfaktor entscheidet mit darüber, ob Menschen auf den ÖPNV umsteigen. Natürlich hat das 9-Euro-Ticket zunächst vor allem auch schon die bisherigen ÖPNV-Nutzerinnen konkret entlastet. Darüber hinaus haben es zumindest in unserer Region vor allem Menschen genutzt, die sich sonst Mobilität nur eingeschränkt überhaupt leisten konnten. Es hat also soziale Teilhabe ermöglicht. Ziel muss es aber darüber hinaus sein, dass die Menschen auch vom Auto auf die Bahn umsteigen. Auf ihr Auto verzichten werden Menschen allerdings erst dann, wenn sie sich darauf verlassen können, dass der Preis dauerhaft günstiger ist. Und deshalb freut es mich sehr, dass es in den Verhandlungen der Länder mit dem Bundesverkehrsminister Dr. Wissing gelungen ist, eine bundesweite Regelung auch für ein Jobticket zu etablieren. Denn das wird Millionen von PendlerInnen, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein vergünstigtes Ticket anbieten. Und ich bin sicher, dass angesichts des Fachkräftemangels in diesem Land viele Unternehmen diese Chance nutzen werden, um Fachkräfte an sich zu binden. Und die Länder können außerdem weitere Vergünstigungen für diejenigen schaffen, die sich ein 49-Euro-Ticket im Monat nicht leisten können. Und dazu gehören beispielsweise Auszubildende und Studierende. Auch hier hoffe ich auf eine bundesweite Lösung auf der Grundlage des 49-Euro-Tickets. In Berlin und in Brandenburg werden wir aber auch aus eigener Kraft weitere Vergünstigungen auf dieser Grundlage schaffen. Sehr geehrte Damen und Herren, in den kommenden 7 Jahren müssen die Treibhausgasemissionen des Verkehrs im Vergleich zu 2019 um knapp 50% reduziert werden. Nur so erreichen wir die Klimaziele. 50% in 7 Jahren, das ist ein echter Kraftakt, und auch das ist eine gelungene Untertreibung. Das wird also nur gelingen, wenn wir den Menschen echte Alternativen zum Auto anbieten. Nur mit einem attraktiven ÖPNV wird es gelingen, die Menschen davon zu überzeugen, auf klimaschonende Verkehrsmittel umzusteigen. Als Bundesländer sehen wir daher genau die große Chance, die im Deutschlandticket liegt. Wir sind bereit, diese Chance zu ergreifen und sowohl finanziell als auch operativ unseren Beitrag zu leisten. Wir erwarten allerdings Konsequenz von Seiten des Bundes. Und hier spreche ich im Namen aller 16 Bundesländer zu Ihnen. Wir brauchen in den kommenden Jahren massive Investitionen des Bundes in die Schiene, sowohl durch eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel für die Länder als auch durch eine deutliche Verstärkung der Mittel für die DB Netz. Wie sehr das Netz an seine Grenzen gekommen ist, bekommen wir in Berlin täglich zu spüren. Wenn auf den meistgenutzten Strecken unserer Stadtbahn die massiven Verspätungen im Fernverkehr den Nahverkehr zum Erliegen zu bringen drohen. Und das muss sich ändern. Und daher kommt es in den nächsten Jahren entscheidend darauf an, wo der Bund bei seinen Investitionen Prioritäten setzt. Wir brauchen in den nächsten Jahren Milliardeninvestitionen, aber in eine moderne Schieneninfrastruktur, nicht in den Bau neuer Autobahnen. Wie schnell sich Prioritäten verlagern können, das sehen wir heute. Denn schließlich ist es alles andere als selbstverständlich, dass uns dieser Gesetzentwurf Ihnen heute überhaupt vorliegt. Fast auf dem Tag genau vor einem Jahr mahnte der Bundesrechnungshof noch in einem Sonderbericht an den Bundestag, den Bundesrat und die Regierung eine einfache und klare Finanzierung des ÖPNV an. In dem Bericht heißt es: Einfache, klare Regeln würden dazu beitragen, dass die Bundesmittel mehr bewirken für einen attraktiven, klimafreundlichen Nahverkehr. Steuergelder müssen mehr für den ÖPNV bewirken. Eine leistungsfähige Infrastruktur und attraktive Angebote erhöhen den Anreiz, vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen. Meine Damen und Herren,
Heute liegt Ihnen ein Gesetzentwurf vor, der genau das ermöglicht. Ich freue mich darüber. Und ich freue mich auf die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Mobilität in Deutschland. Haben Sie den Mut, hier konsequent voranzugehen. Ich bin ganz sicher, gemeinsam können wir das schaffen. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Bernd Rixinger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das 49-Euro-Ticket geht in die richtige Richtung, ist aber noch lange keine Mobilitätswende. Trotz deutlichem Rückgang des Energieverbrauches hat Deutschland auch 2022 seine selbstgesetzten Klimaziele deutlich verfehlt. Ursachen sind die Reaktivierung von Kohlekraftwerken, Gebäude und eben Verkehr. Laut dem Expertenrat wird in Deutschland auch seine Klimaziele bis 2030 nicht einlösen. Da wäre es doch naheliegend, dass die Ampel Tempo bei der dringend notwendigen Mobilitätswende macht. Aber nein, das FDP-geführte Verkehrsministerium blockiert die eigenen Klimaziele. Wer heute noch ernsthaft neue Straßen und Autobahnen bauen will, klebt nicht auf der Autobahn, aber im vorigen Jahrhundert fest. Wer bei der Finanzierung des ÖPNV und des Regionalverkehrs weiter kleckert statt glotzt, versagt jämmerlich vor der Aufgabe, eine nachhaltige Verkehrswende auf den Weg zu bringen. Wenn die Grünen das in ihrer übergroßen Loyalität mitmachen, haben sie einmal mehr ihr Image einer Klimapartei beschädigt. Die bereits beschlossene 1 Milliarde Euro mehr bei den Regionalisierungsmitteln sind ein schlechter Witz. Die Inflation hat sie aufgefressen, bevor sie ausgegeben werden können. Damit ist den klammen Verkehrsbetrieben kaum geholfen. Und die 1,5 Milliarden, die jetzt vorgeschlagen werden, gehen ausschließlich in das 49-Euro-Ticket. Das heißt da künftig Deutschland-Ticket. Vermutlich soll später nicht bemerkt werden, dass die 49 Euro nur der Einstiegspreis sind. Wird kein Geld nachgeschossen, sind Preiserhöhungen doch jetzt schon vorprogrammiert. Um das Ziel der Personenbeförderung bis 2030 zur Realisierung, also der Verdoppelung, werden 11 bis 13 Milliarden mehr gebraucht, sagt der Spitzenverband der Verkehrsunternehmen und das Bundesumweltamt. Sie tun mit Ihren homöopathischen Dosen gerade so, als hätten wir alle Zeit der Welt. Die haben wir nicht. Wir müssen jetzt die Verkehrswende auf den Weg bringen, bevor es zu spät ist. Das Geld dafür ist doch da. Warum wird eigentlich an den klimaschädlichen Subventionen festgehalten, am Dienstwagenprivileg oder an der Steuerbefreiung für Flugkerosin? Dort, wo es einflussreichen Gruppen der Gesellschaft wehtut, trauen sie sich nicht ran. Das 9-Euro-Ticket war eine gute Idee von leider nur kurzer Blüte. Das 49-Euro-Ticket ist ohne Zweifel ein Fortschritt für alle, die den ÖPNV heute schon benutzen. Für einen massenhaften Umstieg vom Auto in Busse und Bahnen ist es eben zu weit vom 9-Euro-Ticket weg. Das müsste aber eigentlich das Ziel sein, ganz offensichtlich aber nicht von Herrn Wissing. Dass die SPD nicht mehr darum gekämpft hat, ein deutschlandweites Sozialticket durchzusetzen, ist nicht nur ein kleiner Geburtsfehler. Und würde es nicht eine ganze Generation an den ÖPNV und die Bahn heranführen, würde man einen Nulltarif für Schüler, Azubis und Studierende dazulegen. Die Kosten wären nichts gegen das, was wir bezahlen müssen, wenn die Klimaziele nicht realisiert werden.
Es ist höchste Zeit für eine nachhaltige Mobilitätswende, für eine Mobilitätsgarantie, ohne ein Auto besitzen zu müssen. Höchste Zeit für eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung. Wenn Sie so weitermachen, Herr Wissing, sitzen Sie auf dem falschen Stuhl. Dankeschön. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Valentin Abel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Deutschland-Ticket stellt einen Paradigmenwechsel dar. Im vergangenen Jahr stand ich hier und habe gesagt, dass das 9-Euro-Ticket den ÖPNV in diesem Land beflügeln wird, weit über seine Gültigkeit hinaus. Und siehe da, das Deutschland-Ticket steht in den Startlöchern. Und das zeigt doch, dieser Koalition liegt im Gegensatz zur vergangenen Regierung der ÖPNV wirklich am Herzen, weil er der Baustein schlechthin für klimagerechte Mobilität der Zukunft ist. Mit diesem Ticket lichten wir quasi im Eiltempo mit der Machete den Dschungel verschiedener Systeme im deutschen ÖPNV. Zonen, Ringen, Kacheln, Waben, es hat doch niemand mehr verstanden. Von Nutzerorientierung keine Spur. Das gehört endlich dem Ende an. Das Deutschland-Ticket wird einfach, es wird bundesweit gültig. Und dazu kommt noch, dass die 49 Euro ein sensationelles Angebot sind. In vielen Verkehrsverbünden, Hamburg wurde schon genannt, Köln anderer, sinken die Preise dadurch um ungefähr die Hälfte. Und wer auf dem Land wohnt und weiß, wie dort die Einzelfahrten kosten, weiß, dass schon nach wenigen Fahrten das Deutschlandticket sich rentiert hat. Wir sorgen also dafür, dass der Preis einerseits erschwinglich ist für möglichst viele, aber wir sorgen auch dafür, dass der Einstiegspreis angemessen ist, die riesengroßen Herausforderungen, die auf den ÖPNV zukommen, stemmen zu können. Und lieber Kollege Rieksinger, da ist es unseriös, den Preis auch für die wohlbetuchtesten Nutzerinnen und Nutzer so tief anzusetzen, wie es für die Sozialbedürftigen notwendig ist. Die Länder haben die Möglichkeit, weiterhin Sozialtickets anzubieten. Aber ich glaube auch, dass diejenigen, die es können, diesen Preis zahlen sollten. Und da ist 49 Euro ein sehr guter Einstiegspreis. Herr Abel, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Rieksinger? Ja. Aber sind Sie nicht der Meinung, dass man bei Tickets keine Prüfung des Einkommens machen kann, sondern dass, wenn man einkommensorientiert Sozialpolitik machen will, muss man es über die Steuer machen. Sie können keine Prüfung machen. Und deswegen ist Ihr Argument eigentlich falsch. Also Sie müssten, natürlich kann man billigere Sozialpolitik Tickets machen für einkommensarme Schichten. Das scheint aber nicht in Ihrem Interesse zu sein. Herr Rieksinger, da muss ich eindeutig widersprechen. Es ist im Endeffekt tatsächlich so, dass das 49-Euro-Ticket ein deutschlandweit gültiges Ticket ist, zu einem Preis, der auf einen Monat runtergebrochen ungefähr dem Preis entspricht, den wir im Bürgergeld für Mobilität bereitstellen. Wir waren in diesem Land noch nie so nah an dem Versprechen der Personenfreizügigkeit, im ganzen Land sich frei bewegen zu können, wie wir jetzt mit diesem Deutschland-Ticket kommen. Das hat keine Regierung zuvor geschafft. Und ich glaube, wer diesen Preis weiter senken will, der kann das auf Landesebene ganz einfach machen, indem man zum Beispiel mit einem Bürgergeldbescheid und dem Ticket 20 Euro vielleicht rauskriegt. Das sind Möglichkeiten, die gibt es, die kann man nutzen, aber deswegen sollte man nicht für die breite Mehrheit der Bevölkerung, die sich 49 Euro leisten kann, teilweise auch leisten will, den Preis ansetzen, der für die Einkommensschwächsten vielleicht vonnöten ist, weil dann enden wir in einem System, wo wir tatsächlich eine Unterfinanzierung haben, der Service leidet und dann auch besonders Einkommensschwache unter einem schlechten Angebot leiden. Und das ist der Punkt, es ist halt nicht nur eine Frage des Geldes, es ist auch eine Frage des Angebots, das Geld auf die Straße und auf die Schiene zu bringen. Und da müssen wir feststellen, dass nahezu alle Bundesländer noch Nachholbedarf haben. Als Landei kann ich sagen, der ÖPNV muss in der Fläche besser werden. Und wenn ich in Berlin bin und die Tage manchmal lang werden, muss teilweise auch das Angebot in den Randbezirken, in den Randzeiten des Tages besser werden. Der ÖPNV muss darüber hinaus aber auch einheitlicher werden.
Die Menschen wollen kein Studium der Raketenwissenschaften machen, um den Bus oder die Bahn zu nutzen. Die Leute wollen einsteigen, von A nach B kommen und keine Beförderungsbedingungen studieren. Das Deutschland-Ticket macht hier den Anfang. Wenn ich jetzt mit dem Ticket im einen Bundesland ein Kind mitnehmen kann, im anderen Hund und im dritten weder Kind noch Hund, aber vielleicht ein Fahrrad, dann haben wir bei den Beförderungsbedingungen einen Wildwuchs, wie wir ihn aktuell bei den Verbunden und bei den Wabensystemen haben. Das darf nicht sein und deswegen sind hier, glaube ich, auch die Länder gefordert, einheitliche Beförderungsbedingungen für das ganze Land festzuzurren. Final noch ein Gedanke. Wir haben die letzten Wochen sehr viel über die Frage eines digitalen Tickets geredet. Und ich habe aus allen Richtungen solche Nostalgie gespürt. Ich habe sie fast schon gerochen, diese Nostalgie nach dem Papierticket. Ich war vor kurzem in London, habe einen Ticketautomaten gesucht und habe dann festgestellt, es gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt die Chipkarte, die da vor Ort genutzt wird, oder ich drücke zweimal auf meine Smartwatch, checke ein, checke aus und automatisch wird der günstigste Preis für die Route berechnet. Das ist Digitalisierung im ÖPNV, wie wir sie haben sollten, wie dieses Land noch sehr weit davon entfernt ist. Und hier schafft das Deutschland-Ticket die Basis, dass wir barrierefrei, zukunftssicher diese Lösungen haben. Und übrigens auch, damit wir Kosten und Einnahmen sehr gut aufeinander abstimmen können und nicht ländliche Bereiche abschneiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auf die weitere parlamentarische Debatte für diesen Gamechanger der Mobilitätspolitik. Ich danke Ihnen und auf Wiedersehen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Ulrich Lange. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sehe schon die große Freude auf meine Rede. Die Kollegin Martin hat den Tag heute als historisch und Revolution bezeichnet. Wo bleibt die Zeitenwende? Ich kann nur sagen, Achtung, das wird inflationär. Wir reden heute über das Regionalisierungsgesetz und der Minister Wissing wird in seiner Märchenstunde gerade noch zum Klimaminister. Er möchte ihn jetzt ernst nehmen. Ich frage mich nur, wo bleibt das Sofortprogramm für den Klimaschutz, nachdem die Klimaziele verfehlt werden, Herr Minister? Kommen wir ganz nüchtern zu dem, worüber wir heute reden, nämlich das Regionalisierungsgesetz. 49-Euro-Ticket, gute Idee, einheitliches, kundenfreundliches Ticket, oberflächlich gesehen praktisch. Wenn man aber genauer hinschaut, dann sieht man natürlich, dass das Ganze deutlich komplexer und schwieriger ist und gut gedacht eben noch lange nicht gut gemacht ist, Herr Minister. Es geht um Regionalisierungsmittel. Regionalisierungsmittel fließen zu rund 90% in die Schiene, knapp 80% in die Bestellung und 10% in die Investitionen für Bahnsteige, Barrierefreiheit, Aufzüge. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit, Herr Minister, gehen Sie aber an die Wurzel dessen, was einen Schienenpersonennahverkehr im ländlichen Raum ausmacht, nämlich an die Bestellung und an die Bahnsteige im ländlichen Raum, die damit nicht mehr barrierefrei werden können, Herr Minister. Denn am Ende wird es Abbestellungen auf dem Land geben und es wird kein Bus mehr fahren. Die Barrierefreiheit wird leiden. Die Bahnsteige werden nicht saniert werden. Und gute Frau Senatorin Jarasch, aus Ihrem Berliner Blase kann man ja aus ländlicher Sicht nur sagen, sage Ihnen ganz deutlich, wir stehen zum Auto, wir fahren Auto und wir werden am Land weiter Auto fahren, weil wir es brauchen. Wir werden uns nicht spalten lassen in Autofahrer und Nicht-Autofahrer, sondern wir werden uns die Mobilität suchen, die jeder Mensch für sich und für seine Bedürfnisse entsprechend braucht.
Die, die mit diesem Regionalisierungsmittelgesetz in die Röhre schauen, werden die Kommunen sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich selber bin Vorsitzender einer Kreistagsfraktion und werde am Wochenende meinen Kreishaushalt beraten. Der Teil ÖPNV ist eine Blackbox. Wann bekommt der Landkreis welches Geld? Wir fahren eigenwirtschaftlich. Wie wird für die eigenwirtschaftlichen Verkehre das Defizit ausgeglichen? Wird es eine allgemeine Vorschrift geben? Oder muss ich meinen Unternehmern sagen, die FDP hat sie in die Insolvenz getrieben? Denn das wäre am Ende die Konsequenz, wenn sie es nicht ausgleichen. FDP war mal Mittelstand, FDP ist heute Planwirtschaft. Darüber hinaus, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das sollten Sie der Bevölkerung sagen, ist das Ganze natürlich ein Mogelticket. Sie haben angefangen mit 9 Euro, gehen dann auf 49 Euro, nennen es jetzt Einführungspreis. Aus Einführung, das wissen wir doch, 1,99, 2,99, 10,50. Am Ende wird es mit diesem Ticket nicht anders werden. Es ist kein 49-Euro-Ticket, es ist ein Mogelticket im Preis. Anders werden Sie es nicht halten können. Über Kundenfreundlichkeit, Schüler, Studenten, Senioren ist viel gesagt. Ich sage, alles gesagt. Sie spalten, sie integrieren nicht. Sie helfen nicht zu nutzen, sondern sie schließen aus. Das kann doch nicht der Ansatz für ein solches Ticket sein. Typisch und symptomatisch für diese Regierung, für diese Ampel. Chaos vor Ordnung, Oberflächlichkeit vor Genauigkeit, Ideologie vor Vernunft. Herr Minister, erst Bestand sichern, dann ausbauen, dann Kundenzahl erhöhen und dann ein gemeinsames Ticket. So geht's. Wir wissen, wie Verkehrspolitik geht. Dankeschön. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Martin Gröber. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen von der CDU, ich bin schon sehr überrascht, dass Ihr Bild von einer Verkehrswende scheinbar aus der gleichen Zeit wie Ihr Bild von Gleichstellung kommt. Das erschüttert mich schon sehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle gesagt, ÖPNV ist Daseinsvorsorge. Dafür braucht es aus meiner Sicht drei Dinge. Erstens, mit einem Deutschlandtakt brauchen wir eine gut durchgetaktete Verbindung von der großen Stadt bis ins kleine Dorf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit haben wir uns bereits auf den Weg gemacht. Und ich denke, wir sind an dieser Stelle auf einem sehr guten Weg. Zweitens, damit es auch bis ins kleine Dorf klappt, sind wir auch in Verantwortung, aber auch die Länder. Mit dem Ausbau- und Modernisierungspakt werden wir uns gemeinsam mit den Ländern auf einen besseren und gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr verständigen. Davon bin ich überzeugt. Drittens, an der Seite der Länder werden wir mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung stellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können das jetzt noch ein paar Mal kritisieren. Ich bin auch sehr enttäuscht darüber, wie man über eine Milliarde tatsächlich so abwerten kann. Lieber Kollege Rixinger, wir verstehen uns sehr gut, aber das halte ich für eine ziemlich krasse Abwertung von Steuergeldern in diesem Land. Ich habe hier auch gesagt, die Reinigungskräfte, die Pflegekräfte, die Kita-Erzieherinnen und Erzieher müssen morgen früh zur Arbeit fahren, sonst funktioniert in diesem Land nichts mehr. Genau für diese Menschen brauchen wir jetzt einen bezahlbaren und gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Und dafür streiten wir mit der Ampelkoalition.
Und wir als SPD-Fraktion setzen uns selbstverständlich dafür ein, dass an dieser Stelle niemand finanziell auf der Strecke bleibt. Dafür haben wir bisher gekämpft, und das tun wir auch weiter. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, genau deshalb kann ich nicht verstehen, wie Sie so vehement gegen dieses Ticket sprechen können. Wir befinden uns in einer sehr starken Inflation. Alles wird teurer, und viele Menschen in unserem Land, die wirklich viel leisten und sich vielleicht nicht leisten können, mit einem Privatflugzeug durch die Gegend zu fahren, die brauchen auch Möglichkeiten, von A nach B zu kommen, und genau diese schaffen wir. Die Pflegekräfte, die Reinigungskräfte, die Industriekräfte, die, die wirklich finanzielle Entlastungen brauchen, die lassen wir nicht im Stich, und genau darum bringen wir das Deutschland-Ticket heute auf den Weg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Menschen in meinem Wahlkreis müssen jetzt gerade tief in die Tasche greifen. Wir haben heute schon gehört, und das ist genau richtig, Menschen auf dem Land zahlen teilweise viel mehr als in der großen Stadt. So ist es so, dass Menschen, die bei mir im Wahlkreis von Barby nach Magdeburg pendeln, im Moment fast 200 Euro im Monat zahlen. Das ist für Menschen in ihrer Einkommensklasse ein wirklich großes Problem. Das trifft aber auch andere Regionen. Wer ein Netzabo im Westfalen zahlt, zahlt inzwischen 250 Euro. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ändern wir zum 1. Mai. Das ändern wir zum Tag der Arbeit. Da führen wir das Deutschlandticket ein und unterstützen damit Pendlerinnen und Pendler. Und an dieser Stelle sage ich höchstens 49 Euro, denn wir haben uns gemeinsam mit den Ländern auf den Weg gemacht, ein Jobticket-Angebot zu schaffen. Und lieber Minister Wissing, an dieser Stelle sage ich auch noch mal ganz deutlich, wir sollten den Anspruch haben, dass für Pendlerinnen und Pendler das Ticket nicht mehr als 35 Euro kostet. Damit sind wir auf einem guten Weg. Das muss auch so bleiben. Vielen Dank dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben die höchste Inflationsrate seit langem. Gerade deshalb machen wir jetzt ein kostengünstiges Ticket für den Nahverkehr, und wir bauen den Nahverkehr auch weiter aus. Das verstehen wir unter öffentlicher Daseinsvorsorge, das verstehen wir unter Respekt, das ist soziale Politik für dich. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Mike Monschek. Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Zuschauer, hier muss man einen dicken Schluck aus der Pulle nehmen, um das alles hier zu verstehen, was die Ideologen uns hier so beibringen. Der Bund gibt Mittel an die Länder, das ist die Regionalisierung, die der Bund beiträgt. Schauen wir auf die kommende Ampelverkehrspolitik in Deutschland. Trifft das leider wenig und gar nicht zu. Die Politik ist ohne Strategie und besonders praxisfremd. Von dem nur digitalen Fahrschein, Herr Minister, ist man in Deutschland Gigabyte-Stunden entfernt. Hier gibt es bewährte Alternativen, den Fahrscheinautomaten für alle. Wo ist das praxisrealistische ÖPNV-Konzept zum Regionalisierungsgesetz und zur Daseinsvorsorge? Hier im Bundestag hört man seit Jahren die gleichen Phrasen, zum Beispiel für den ländlichen Raum. Wer konnte denn im ländlichen Raum das 9-Euro-Ticket und das kommende 49-Euro-Ticket auf dem Ganzen nutzen? Damit kommt kein einziger Bus in meinem Landkreis mehr und kein Zug ist mehr gefahren. Herr Kollege Lange, Sie haben es eigentlich schon fast auf den Punkt getroffen. Vielleicht überlegt sich Ihre Koalition, Ihre Partei mit uns die Koalition zu machen, dann machen wir richtige Verkehrspolitik. Jede Woche treiben diese rot-grünen Ideologen eine neue, teure, unrealistische Antriebsart durchs Land. Die FDP, gerade ihr, macht euch hier als markt- und wirtschaftsfremde Partei den allerbesten Namen, aber der Wähler wird es euch zeigen, was ihr davon habt. ÖPNV in Berlin. Sie sperren die Straße, die Friedrichstraße, 500 Meter, ohne Rücksicht auf Bürgerentscheide. Sie interessiert überhaupt nicht, was die Bürger wollen. Sie machen ihre ideologische Politik. Und das für Radfahrer ohne Regeln, ohne StVO. Wenn Deutschland auf eine Stadt blicken sollte und sehen, wie es nie funktioniert, dann schauen Sie auf diese grüne Verkehrspolitik in Berlin.
Herr Minister Wissing, Ihre Kollegin will keine Autobahn, keine Fernstraßen mehr, alles auf die überlastete Schiene schon bringen. Eine gute Verkehrspolitik heißt auch und vor allem dringend Dienstleistung, Service und sichere Daseinsvorsorge. Die Bahn verballert jetzt Millionen an den Bahnhöfen in neue Monitore, damit der Pendler auch in Chemnitz sehen kann, wie gut und wie spät die Bahn kommt. Am besten noch deutlicher. Völlig sinnlos. Besser und pünktliche Bahn und Busse mit abgestimmten und funktionierenden Linienabstimmung, das wäre Verkehrspolitik, wie wir sie verstehen. Aber die Bundesregierung philosophiert im neuen Regionalisierungsgesetz, und das sind weitere Steuerungsverschwendung in Milliardenhöhen. Wir reden ja nicht mehr von Millionen, wir reden hier von Milliarden. Zusammenfassend, wenig Besserung in Sicht, aber der Rechnungshof bemängelt das ja schon seit Jahrzehnten. Die grün-rote sozialistische praxisfremde Ideologie dominiert immer mehr das Konzeptlose, diese Verkehrspolitik. Und das von ÖPNV. Der Pendler, der Tourist, der ländliche Raum als Kunde bleiben hier komplett auf der Strecke. Danke an die FDP, danke für gar nichts an die Ampel. Hausaufgaben machen und Praxisleute mit reinziehen, dann wird es vielleicht was. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Nike Slavik. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte KollegInnen aus Bund und Ländern, sehr geehrte Gäste, was lange währt, wird endlich gut. Nach unserer kleinen verkehrspolitischen Revolution, dem 9-Euro-Ticket im letzten Sommer und vielen Runden zwischen Bund, Ländern und der Branche bringen wir heute im Bundestag endlich den Nachfolger auf den Weg. Das ist ein guter Tag für den ÖPNV, die Verkehrswende und Millionen von BürgerInnen, die auf das neue Ticket gewartet haben. Dafür danke an alle, die das möglich gemacht haben. Unser Ticket ist sozial. Millionen von PendlerInnen werden entlastet. Wer vorher weit über 100 Euro im Monat berappen musste für sein Monatsticket oder sich genau überlegt hat, ob das Geld reicht, um ein Ticket für den Bus oder Bahn zu lösen, kann jetzt für 49 Euro monatlich mit Öffis in ganz Deutschland unterwegs sein. In einer Zeit, in der viele Menschen nicht wissen, wie sie über die Runden kommen können, ist das eine wichtige Entlastungsmaßnahme. Und es werden endlich mal die belohnt, die ökologisch unterwegs sind. So sieht sozial wirksame Klimapolitik aus. Aber für manche sind 49 Euro immer noch zu teuer. Deswegen sind viele Länder weitergegangen, beispielsweise hier in Berlin. Liebe Bettina Jarasch, habt ihr nach Ende des 9-Euro-Tickets ein Sozialticket weiter für 9 Euro angeboten? In Berlin fahren SchülerInnen kostenfrei im ÖPNV. Für junge Menschen, Azubis und Studierende wird gerade ein vergünstigtes Deutschlandticket vorbereitet. Wichtige Signale für eine soziale und klimagerechte Verkehrswende. Lassen Sie uns hier im Bundestag ein Beispiel daran nehmen. Wie schaffen wir einen ÖPNV, den sich deutschlandweit alle leisten können? Dafür sind geltende Regelungen für Armutsbetroffene in ganz Deutschland wichtig. Wir müssen darüber reden, wie wir überall jungen Menschen, Studierenden, RentnerInnen Mobilität ermöglichen. Das 9-Euro-Ticket zeigte letzten Sommer, wie groß die Mobilitätsarmut in Deutschland ist. Und diese Debatte ist mit Einführung des 49-Euro-Tickets nicht vorbei, sondern erst der Anfang. Frau Slavik, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der CDU-CSU-Fraktion? Nein. Wir werden zudem darüber reden müssen, wie wir den ÖPNV weiter ausbauen. Dafür braucht es viele Milliarden in den nächsten Jahren. Die müssen irgendwo herkommen. Dafür müssen wir ran an die klimaschädlichen Subventionen im Verkehrssektor. Stichwort Dienstwagenprivileg, Diesel, Kerosin. Um diese Gelder umzuschichten und in den Ausbau klimafreundlicher Infrastruktur zu investieren. Der Schiene. Oder wir könnten ja mal bei den vielen Milliarden für Neu- und Ausbauprojekte besonders klimaschädlicher Autobahnen ran. Allein der Ausbau der A100 hier in Berlin kostet knapp 1,5 Milliarden in den nächsten Jahren. Also Geld für die Verkehrswende ist da. Wir müssen es nur entsprechend einsetzen, statt es in Autobahnausbau und klimaschädlichen Subventionen zu verbrennen. Nicht zuletzt müssen wir an einheitliche Standards im ÖPNV ran.
Mitnahmeregelungen für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, analog zur Deutschen Bahn, Fahrradmitnahme und die Barrierefreiheit deutschlandweit einheitlich voranbringen. Auch das wird einen Ausbau der Kapazitäten und Investitionen benötigen. Dass wir die Erhöhung der Regionalisierungsmittel, ich finde übrigens 1 Milliarde ist kein Witz, dass wir die Erhöhung der Regionalisierungsmittel im Dezember hier im Bundestag beschlossen haben, ist ein erster wichtiger Schritt. Jetzt muss die Arbeit gemeinsam in Abstimmung mit den Ländern weitergehen. Packen wir es an. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Christoph Ploss. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Jarasch, lassen Sie mich kurz noch mal zu Beginn auf Ihre Rede eingehen. Sie haben eben sinngemäß gesagt, Sie merken jeden Tag die Unzulänglichkeiten in der Berliner Verkehrspolitik. Das glaube ich Ihnen sofort, und genau das können am Sonntag die Berliner ändern. Die CDU in Berlin und die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die verbinden hier mit dieser Debatte eine wichtige Frage, nämlich: Wie sieht eigentlich die Mobilität in den Großstädten aus und in den Ballungsräumen unseres Landes? Wir haben jetzt eben hier gehört, da wird es auch schon reingerufen, kein Auto, SUVs, Autos verbieten. Das ist genau der Ansatz, der auch in den Großstädten für eine verfehlte Verkehrspolitik steht, meine Damen und Herren. Wir wollen das Auto nicht verteufeln, wir wollen es nicht verbieten. Auch gerade in den Großstädten, insbesondere in den Ballungsräumen, an den Randgebieten, sind die Menschen nach wie vor auch auf das Auto angewiesen. Aber wir wollen als CDU-CSU-Bundestagsfraktion Anreize schaffen, damit die Menschen auf klimafreundliche Verkehrsmittel wie U- und S-Bahn umsteigen. Das wollen wir mit Anreizen machen, aber nicht mit Verboten. Und der Preis spielt da natürlich eine wichtige Rolle. Viele gucken, wie teuer ist ein Ticket, was kostet das, spare ich da Geld? Und deswegen haben wir auch immer Initiativen unterstützt, die dafür sorgen, dass der öffentliche Nahverkehr günstiger wird, dass er bezahlbar bleibt und dass die Menschen sagen, der ist einfach und bezahlbar und günstig, und allein deswegen lohnt es sich schon, umzusteigen auf U- und S-Bahn. Aber es gibt noch andere Faktoren, und auf die sind Sie in keiner Weise eingegangen. Für ganz viele Menschen, die sich entscheiden, U- und S-Bahn oder Busse zu benutzen, ist nicht nur der Preis entscheidend, sondern ist entscheidend, ob die Verkehrsträger pünktlich kommen, ob sie zuverlässig sind und ob sie sauber sind. Und genau daran arbeiten Sie im Moment nicht. Und genau das haben wir noch mit den Anträgen und Initiativen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hier in Ergänzung diverse Male eingebracht. Und wenn wir einen pünktlichen, einen zuverlässigen öffentlichen Nahverkehr wollen, dann müssen wir in Deutschland natürlich auch schneller planen und bauen. Wenn wir im Schnitt 25 Jahre für ein Schienenprojekt in Deutschland benötigen, dann ist das einfach viel zu lange und inakzeptabel. Und deswegen muss ich Ihnen als Ampelkoalition eines mal sagen, dass Sie die 4 Planungsbeschleunigungsgesetze, die auf Initiative der Union in der vergangenen Legislaturperiode beschlossen sind, jetzt nicht weiterführen und dieses wichtige Thema nicht hier in den Deutschen Bundestag tragen, das ist inakzeptabel und das schadet auch einem attraktiven öffentlichen Nahverkehr in Deutschland. Bei der Ampelkoalition sehen wir derzeit nur auf der einen Seite die Grünen, auf der anderen Seite die FDP, die sich widersprechen, die große Ankündigungen gemacht haben, dass endlich schneller geplant und gebaut wird, und die Unternehmen, die Verkehrsverbände, die Bürger in Deutschland, die warten und warten und warten. Nichts kommt zustande, und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, unterstützen Sie endlich hier die Anträge der CDU-CSU-Fraktion, damit schneller geplant und gebaut wird.
Wir brauchen eine Einschränkung des Verbandsklagerechts, Einführung einer Stichtagsregelung. Das ist nicht nur wichtig für einen starken Wirtschaftsstandort, sondern damit auch der öffentliche Nahverkehr in Deutschland attraktiver wird. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Christian Schreider. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Publikum hier und daheim. Seit 51 Jahren fahre ich nun begeistert Bus und vor allem Bahn. Aber sowas habe ich noch nie erlebt. Ein Ticket lösen und dauerhaft durch ganz Deutschland fahren für gerade mal 49 Euro im Monat. Wer bislang im deutschen Nahverkehr unterwegs war und das auch noch über seine Stadtgrenzen hinaus, der weiß, die mehr oder weniger heile Welt des ÖPNV, die endete meist an der nächsten Verbundgrenze. Andere Tarifzonen, andere Preise, andere Automaten, oftmals die komplette Verwirrung. Damit ist nun Schluss. Mit dem deutschen Deutschlandticket starten wir nichts weniger als die Revolution im deutschen Verkehrswesen. Endlich mit einem Ticket über alle Verbundgrenzen hinweg, ohne lästiges Tippen auf sperrigen Automaten. Das ist echter Fortschritt. Das gibt ordentlich Anschub für die Verkehrswende. Es wird also einfacher. Es wird vor allem aber auch günstiger. Vergessen wir nicht, was vor gut einem Jahr die Keimzelle des Ganzen war. Wir wollten die Pendlerinnen und Pendler entlasten. Und wir entlasten sie, und zwar deutlich und dauerhaft. Zum Beispiel bei mir im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, im Verkehrsverbund Rhein-Neckar. 146 Euro hat bisher die Monatskarte im Verbundgebiet gekostet. Man spart also sage und schreibe fast 100 Euro im Monat und weit über 1.000 Euro im ganzen Jahr. Und wer über den Verbund hinaus mit dem Regionalexpress nach Frankfurt musste, der war mit sage und schreibe fast 300 Euro dabei. Auch diese Ersparnis sprengt jeden Taschenrechner. Diese Koalition macht also nicht nur ernst mit der Verkehrswende, sie macht gleichzeitig auch ernst mit der Entlastung der Menschen. Nur 49 Euro, darauf haben wir gerade als SPD entschieden Wert gelegt. Mir als Gewerkschafter ist dabei eines besonders wichtig: die Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Stärkung der betrieblichen Mobilität. Kurz gesagt, attraktive Jobtickets als Variante des Deutschlandtickets. 34 Euro wird dieses Jobticket künftig bei uns daheim kosten. Ein wirklich unschlagbarer Preis, noch mal ein gutes Drittel günstiger als bisher. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der CDU-CSU-Fraktion? Nein, danke. Und ein Kunststück ist der Koalition und allen Beteiligten dabei auch noch gelungen. Wir entlassen durch das neue Deutschlandticket auch die Arbeitgeber bei ihrem Beitrag dazu. Verkehrswende und Entlastung. Von diesem weiteren Doppelwumms konnten wir in 12 Jahren CSU-Verkehrsminister nur trübe träumen. Danke an dieser Stelle auch an Volker Wissing. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich selbst bin Mitglied in den Aufsichtsratsgremien von 3 Verkehrsbetrieben und einem Verkehrsverbund. Aus vielen Beratungen dort kann ich Ihnen versichern, der Teufel steckt da schon mal im Detail. So ein Ticket ist nicht trivial. Umso herzlicher möchte ich mich zum Schluss bei allen Beteiligten bedanken. Dafür, dass wir alle unter Zeitdruck gute Lösungen auch im Detail gefunden haben. Dass alle sich mit uns auf den Weg gemacht haben. Dass wir auch an die denken, die digital nicht so gut unterwegs sind. Und vor allem, dass Bund und Länder die Verkehrswende gemeinsam voranbringen. Und jetzt gilt, lasst öfter mal das Auto stehen, fahrt Busse und Bahn. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Jonas Geißler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundesminister Wissing hat, als er das 49-Euro-Ticket vorgestellt hat, einleitend gesagt,
Er möchte mit der Mehr aufräumen, dass es ein Ticket ist, was nur für die Städte da ist. Auch die Menschen auf dem Lande würden davon profitieren. Jetzt komme ich selber aus einem Landkreis in Nordbayern, der tief ländlich geprägt ist. Wir haben aber eines der besten Mobilitätskonzepte im ländlichen Raum in ganz Deutschland. Bei uns gibt es beim ÖPNV einen Stundentakt. Wir haben ein Rufbussystem, wo man von jedem Einödhof in jeden Weiler am Schluss kommt. Wir haben im städtischen Bereich einen Halbstundentakt. Bei uns fährt ein 50-50-Taxi. Wir haben eine Verknüpfung zwischen Bus und Bahn geschaffen, mit Sammelpunkten, wo der ÖPNV zu jedem Zeitpunkt die Menschen abholen kann. Wir haben den ICE stündlich angebunden an unseren ÖPNV und den Schülerverkehr integriert. Das ist Verkehrspolitik, wie sie im ländlichen Raum erfolgreich ist. Ich habe gestern Abend ein langes Gespräch mit meinem Landrat im Landkreis Kronach geführt und habe dem Klaus Löffler die Frage gestellt: Und freust dich aufs 49-Euro-Ticket, dass jetzt mehr Menschen bei uns den ÖPNV nutzen können? Und die Antwort, die er mir gegeben hat, ist: So ein Quatsch. Ich brauche am Ende kein 49-Euro-Ticket. Ich brauche einen Bund, der mir mein Mobilitätskonzept mit meiner Mobilitätszentrale finanziert, damit ich mehr Verbindungen im ländlichen Raum schaffen kann, damit ich in der Lage bin, den Bus nicht nur im Stundentakt, sondern im Halbstundentakt fahren zu lassen. Ich brauche einen Bund, der mich hier unterstützt und der nicht da finanziert, wo am Ende wieder nur die Zentren profitieren. Wir haben hier Diskussionen darüber geführt, über Ringe in München, in Berlin, in Hamburg, was jetzt der S-Bahn-Ring ist und wie man von A nach B kommt und dass das kompliziert ist und wie einfach das in Zukunft ist, dass einer, der sich in der Vergangenheit Gedanken darüber gemacht hat, wie er in München von Neuperlach in die Maxvorstadt kommt, in Berlin auf einmal überall von A nach B fahren kann. Die einfache Wahrheit ist, im ländlichen Raum interessiert es die Menschen, ob ein Bus von Rapoltengrün nach Simmerruh fährt. Die interessiert es nicht, ob, wenn sie mal in der Großstadt sind, sie einfacher von A und B kommen können. Mein Landkreis hat 75.000 Einwohner. Davon haben im vergangenen Jahr 1.200 Menschen ein Monatsticket gelöst, ein Abo. Die profitieren wirklich vom 49-Euro-Ticket. Aber das Problem ist, dass die anderen 73.500 nicht profitieren, weil die bräuchten bessere Verbindungen. Und das ist im Endeffekt die Verantwortung, der wir uns stellen müssen. Es bringt nichts, dass man nur mehr Geld zur Verfügung stellt, dass die Ticketpreise günstiger werden. Wir brauchen bessere Verbindungen. Das ist das A und O, wie Mobilität funktionieren kann, nicht nur im Zentrum, sondern gerade eben auch im ländlichen Raum. Mir hat mein Landrat gestern einen Satz mit auf den Weg gegeben: Verbindungen schaffen Begegnungen. Wir haben ein Mobilitätskonzept, was wirklich gut ist. Der Anton Hofreiter hat sich das im Bundestagswahlkampf angeschaut. Ich persönlich bin geplatzt, als ich gesehen habe, dass mein Kollege von den Grünen, der Johannes Wagner, ihn eingeladen hat. Aber er hat eine Überschrift produziert: Mobilität à la Kronach ist Mobilität im ländlichen Raum. Wenn Mobilität im ländlichen Raum funktionieren soll, dann brauchen wir am Ende mehr Geld in der Fläche und eben nicht nur fürs 49-Euro-Ticket. Das ist die Verantwortung, der Sie sich stellen müssen. Eine Verantwortung, bei der es nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleiben kann. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Isabel Kademattori. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Geisler, ich freue mich, dass es bei Ihnen mit dem ÖPNV so gut läuft. Vielleicht tauschen Sie sich mit dem Herrn Lange aus. Sie sind ja im selben Bundesland Bayern. Bei ihm läuft es ja scheinbar mit dem ÖPNV nicht so gut. Und ich glaube, dass die Probleme vielleicht eher vor Ort liegen. Und dann läuft es auch bei Ihnen beiden gut mit dem ÖPNV, statt hier sozusagen die Verantwortung nach Berlin zu schieben. Wenn ich den Reden der Opposition so zuhöre, habe ich doch das Gefühl, dass am Wochenende in Aachen mehr Fakten präsentiert wurden als heute hier.
Oder vielleicht ist auch nur Phantomschmerz, dass einige von Ihnen beim Orden wider den tierischen Ernst nicht dabei sein durften. Erfolge haben ja oft viele Mütter und Väter. Wir haben heute sogar hohen Besuch auf dem Bundesrat, um sich auch an diesem Erfolg zu beteiligen. Das freut uns natürlich sehr. Aber eine Mutter hat dieser Erfolg, das Deutschland-Ticket, ganz bestimmt nicht, die CDU-CSU. Oder wie wir sie liebevoll nennen, die Mutter aller Probleme. Die Dauer, die es gebraucht hat, hier eine Einigung zu erzielen, ist im guten Verhältnis zum erzielten Fortschritt. Denn wir haben hier wirklich was wahrhaftig Revolutionäres geschaffen. Die Finanzierung über Bund und Länder organisiert ist auch für die Kommunen natürlich eine wichtige Zusage, denn sie haben es natürlich in diesen Zeiten besonders schwer. Der ÖPNV war schon immer ein Zuschussgeschäft für Kommunen und oftmals finanziert auch über Dividenden oder Überschüsse, die die Stadtwerke erzielen. Und die ja momentan natürlich es auch nicht leicht haben. Insofern ist es wirklich ein großes Bekenntnis und eine große Leistung, dass wir diese Mittel gemeinsam aufgebracht haben. Apropos Verkehrsverbünde. Ein gewaltiger Fortschritt dieses Projekts ist natürlich die Vereinfachung im Tarifdschungel. Deutschland hat ja recht spät zu einem Nationalstaat gefunden, wie im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern. Aber es scheint noch eine letzte Bastion der mittelalterlichen deutschen Kleinstaaterei zu geben, nämlich die Verkehrsverbünde. Das Heilige Römische Reich Deutscher Verkehrsverbünde umfasst 75 Verkehrsverbünde in Deutschland. Und nirgendwo ist diese Kleinstaaterei so schlimm wie in meinem Heimatbundesland Baden-Württemberg. 21, also fast ein Drittel aller Verkehrsverbünde Deutschlands, liegen im Südwesten. Die Frage sei erlaubt, ob eine effektive Verkehrswende in so einer mittelalterlichen Struktur sinnvoll möglich ist. Die Mobilitätswende wird nur gelingen, wenn der ÖPNV einfach zu nutzen und mit anderen Verkehrsmitteln zu kombinieren ist. 75 Verkehrsverbünde bedeutet 75 Tarifsysteme, unzählige Apps und große Unübersichtlichkeit. Es ist richtig, dass die Bundesregierung auf eine digitale Lösung beharrt hat. Und was ich dazu heute hier gehört habe, über wie man Chipkarten nutzt oder nicht nutzt, wirklich sehr peinlich. Machen Sie sich mal schlau, wie Digitalisierung funktioniert. Sie haben doch eine Gesundheitskarte, Sie haben eine Bankkarte. Also so schwer ist das wirklich nicht. Das schafft jeder inzwischen. Kommen Sie zum Schluss. Aus Sicht der Kommunen ist dieses Ticket ein Beschleuniger der Verkehrswende ohne Zweifel. Wir müssen jetzt diesen Schwung mitnehmen, neben dem Ausbau der Infrastruktur auch den Fachkräftemangel im ÖPNV anzugehen, gemeinsam mit den Handelskammern hier die Prüfung für ausländische Fachkräfte kommen Sie bitte zu ermöglichen zum Schluss. Und natürlich die Reform der Straßenverkehrsordnung. Es bleibt viel zu tun, aber heute feiern wir einen tollen Erfolg. Vielen Dank. Ich hab die Rede nicht zugelassen, weil sie schon weit im Minus war. Deshalb, das ist die Begründung. Tut mir leid. Der fraktionslose Abgeordnete Stefan Seidler hat seine Rede zu Protokoll gegeben. Und jetzt hat das Wort für die SPD-Fraktion Dr. Lina Seitzel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, es ist ja heute hier schon viel von Revolution gesprochen worden. Und als Baden-Württembergerin muss ich einfach sagen, es hat Isabel Kadematuri auch gerade gesagt, für uns ist das wirklich eine Revolution mit 41 verschiedenen Verkehrs- und Tarifverbünden. Zukünftig muss man sich dann keine Sorgen machen, welcher Tarif wie anwendbar ist, wenn man verkehrsverbundsübergreifend reist. Und für die Pflegekraft, die von Imding nach Konstanz pendelt, oder der Industriearbeiter, der von Eng nach Tuttlingen muss, da ist das auch eben eine erhebliche Entlastung, deutlich mehr Geld im Geldbeutel. Das Deutschlandticket lädt zum Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn ein, weil es eben bezahlbar und überall anwendbar ist. Es ist natürlich schon herausfordernd, eine solche große Neuerung einzuführen. Und zu einer der Herausforderungen gehörte in den Verhandlungen auch der Umgang mit den Semestertickets für Studierende. Darüber wurde hier schon einiges gesagt, vieles auch nicht ganz so richtig. Deswegen würde ich gerne hier noch mal drauf eingehen. Semestertickets sind in Deutschland solidarfinanziert. Das heißt, jeder oder jede Studierende beteiligt sich unabhängig davon, ob sie oder er das Ticket nutzt.
Ausgehandelt wird der Preis zwischen den Verkehrsverbünden und den Studierendenvertretungen. Deshalb gibt es auch sehr viele unterschiedliche Studietickets in Deutschland zu sehr unterschiedlichen Kosten, in der Regel aber deutlich unterhalb von 49 Euro pro Monat. Die Herausforderung beim Deutschlandticket war es jetzt, die günstigen Semestertickets nicht zu gefährden und gleichzeitig Studierenden die Entscheidung zu lassen, flexibel auf das bundesweite Ticket aufzustocken. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, es ist einfach falsch, dass hier keine Lösung gefunden wurde. Es gibt jetzt die Lösung einer Upgrade-Option auf das Deutschland-Ticket. Das ist eine gute Lösung. Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich dafür eingesetzt haben. Und gleichzeitig will ich auch einen Appell an die Verkehrsverbünde richten, diese Möglichkeit dann auch zum 1. Mai flächendeckend umzusetzen. Mittelfristig, und das hatte die Kollegin Doro Martin gerade auch schon gesagt, braucht es aber eine bundesweite Lösung für Studierende. Derzeit reicht die Preisspanne der Studietickets zwischen 18 und 281 Euro pro Semester. Sie variiert teilweise in ein und der gleichen Stadt, je nach Größe der Hochschule. Der Leistungsumfang reicht von reinen Abend- und Wochenendtickets bis hin zur landesweiten Nutzung. Mit einem bundesweiten Ticket würde dem Tarifdschungel an den Hochschulstandorten ein Ende bereitet und es würde solidarisch finanziert für Studierende finanziell sehr attraktiv sein. Und es braucht es auch, weil die Möglichkeit, mit Bus und Bahn von A nach B zu vernünftigen Preisen zu fahren, ist gerade für junge Menschen so zentral, zu deren Lebensrealität es eben gehört, viel zu pendeln und unterwegs zu sein. Deshalb ist das Deutschlandticket auch für junge Menschen so wichtig. Gut, dass es jetzt kommt. Vielen Dank. Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege aus der CDU-CSU-Fraktion, Henning Rehbaum. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Seitzel. Sie haben gerade die Verkehrsverbünde angesprochen und appelliert, Sie mögen das alles jetzt schnell umsetzen. In meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen gibt es den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Das ist der größte Verkehrsverbund Europas. Der hat nach aktuellen Berechnungen durch dieses 49-Euro-Ticket ab sofort mehrere hundert Millionen Euro zusätzliche Verluste pro Jahr. In einem Nachbarverkehrsverbund Nahverkehr Westfalen-Lippe sieht es ähnlich aus. Dort gibt es tolle Schienenreaktivierungsprojekte. Die sind kurz vor der Inbetriebnahme. Die müssen jetzt auf Eis gelegt werden, weil das Geld fehlt. Bitte, bitte sagen Sie mir, wie die hunderte Millionen Euro bei den Verkehrsverbünden ausgeglichen werden sollen und nach welchem Schlüssel die zusätzlichen Mittel des Regionalisierungsgesetzes, die bei weitem nicht ausreichen, auf die Verbünde und die Verkehrsunternehmen verteilt werden. Frau Seitzel, Sie können antworten. Lieber Kollege, das ist so nicht ganz richtig. Wir haben uns auf eine Spitzabrechnung geeinigt. Wir arbeiten daran, dass weiter Geld selbstverständlich für den Verkehr zur Verfügung steht. Und wir haben ja auch mit den Corona-Hilfen die Verkehrsverbünde erheblich unterstützt. Deswegen ist es so nicht richtig, wie Sie das hier sagen. Damit schließe ich jetzt die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 5548 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ich sehe keine weiteren Überweisungsvorschläge. Dann ist das so der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13, Beratung des Antrags der Fraktion.